So, meine Lieben, wir sind jetzt auf der Suche oder auf der Verfolgung von Illidan. Kapitel 2, die verheerten Inseln. Am nächsten Tag untersucht Möw, Mavi, Mavövi und ihre Behüter an den Küsten einer geheimnisvollen Inselkette einige uralte und doch merkwürdig vertraute Ruinen. Ja, wir werden sehen. Also in der letzten Folge haben wir es ja gesehen. Illidan, der dreht es völlig durch. Der hat auch die Naga irgendwelche, ja, Unterwasser, Echsen, Amphibienviecher heraufbeschworen, die jetzt auch die Welt übernehmen wollen. Tja, und Möwe und ihre Jägerin müssen da jetzt halt aufräumen, ne? Und da sind wir jetzt dabei. Und wir hoffen natürlich, dass das jetzt funktioniert, ja? So, gucken wir mal. Was uns jetzt für eine schöne Mission erwartet. Da sind wir mit unseren paar Schiffchen, die wir retten konnten. Herrin, wir sind Illidans Spur wie befohlen nach Osten gefolgt. Aber diese seltsamen Inseln sind auf keiner unserer Karten verzeichnet. Mysteriös. Das habe ich vermutet. Die Inseln scheinen erst kürzlich erschienen zu sein. Wie kommt ihr darauf? Die Ruinen um uns herum, Naisha. Ich erkenne sie. Ist das Atlantis? Das war einst die große Stadt Suramar. Die erbaut wurde, bevor unsere Zivilisation vor Zehntausenden von Jahren im Meer versank. Aber wie kann... Wollt ihr sagen, diese Inseln wurden vom Meeresgrund emporgehoben? Möglich, doch es gibt nur noch wenige Mächte auf der Welt, die Inseln aus der Tiefe heben können. Aber dieses Rätsel lösen wir später. Gehen wir ins Landesinnere und schlagen ein Lager auf. Danach verfolgen wir Illidans Fährte weiter. Warum klingt ihr eigentlich immer so Hier, heiser? Schwestern, errichten wir einen Stützpunkt, damit wir die Jagd nach Illidan fortsetzen können. Die klingt immer so, als ob sie ein bisschen zu viel geraucht hat, die Möwe, ne? Ja, aber unser erstes kleines Lager, was wir hier bauen, das ist auch schön. Findet Illidan. Okay, und hier, das ist neu, ne? Das ist also zumindest neu für die Erweiterung. Urtum des Wunders, wo wir uns diverses Zeug kaufen können. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, was haben wir denn für Quests? Wir haben zwei Hauptquests und einen unentdeckten Nebenquest. Ja, findet Illidan. Illidan und seine Streitkräfte haben sich irgendwo auf dieser Inselkette verschanzt. Bringt ihn zur Strecke und macht die Jagd ein Ende. So schnell? Oder sollen wir Illidan wirklich töten? Ich meine. Okay, da können Schiffe gebaut werden. Illidan ist Interessant. Jede irgendwo beliebige da Einheit draußen. kann in Söldnerlagern und Goblinhäfen Truppen anheuern. Urtum der Wunde. Ihr könnt beim Urtum der Wunde jetzt Gegenstände kaufen. Krass, ich wusste gar nicht. Regatte? Wachposten, ihr könnt jetzt Wachposten im Irrtum des Krieges ausbilden. Diese listigen Nahkämpferinnen beherrschen Kampfrausch. Was ist denn hier los? Das sind ja völlig neue Einheiten. Zwei Fregatten, ich weiß eigentlich nicht, was mich hier angreifen mag später. So, drei haben wir. Ich hab die jetzt erstmal gekauft, weil ich nicht weiß, was mich noch so erwartet. Okay, das sind auf jeden Fall keine Einheiten, die man im normalen Spiel hat. Das finde ich auch faszinierend, dass man hier ganz eigene Einheiten ausbilden kann. Uralte Behüter. Boah, die sind aber heftig. 450 Gold, das ist nicht wenig. Also ich weiß natürlich nicht, von welcher Seite ich angegriffen werden kann. Vielleicht mal gut hier die ganzen Seiten mit ein paar Urtumsbeschützern zu beschützen. Wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt. Könnten wir auch mal machen. Können wir doch wahrscheinlich bauen, oder? Naja, sicher, sicher. Man weiß ja nicht. Viel kosten sie jetzt ja auch nicht. Natürlich muss ich dann nur wieder ein paar Dings ausbilden. Ein paar Irrwische. Sonst kriege ich gar kein Holz mehr rein. Aber naja, so ist das. So ist das. Wir wollen ja uns ein bisschen schützen. Ja, müssen wir ja auch. Jetzt bauen wir erstmal diverse Sachen. Und dann sieht die Welt schon wieder gut aus. Ich denke mal, über das Meer kommt keiner. Ja, obwohl, wenn da schon ein Urtumsbeschützer steht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ja, wir haben jetzt da unten nur einen Irrwisch, ne? In Holz. War vielleicht nicht so schlau, die alle abzuziehen. Euer Gebäude ist fertig. Ja, bin ja. Jetzt wieder hin. Obwohl, nee, der. Nicht genügend. Euer Gebäude zum Urtumsbeschützer. So, jetzt sollte ich erstmal. Ganz gut von allen Seiten, von allen Flanken geschützt sein vor möglichen hinterhältigen Angriffen. Hoffe ich. Das ist so die Wunschvorstellung.
Hier auch Wachposten, bewegliche Unterstützungseinheit. Mhm. Euer Gebäude ist fertig. Ja, nice. Ich meine, ich nutze natürlich diese Spezialeinheiten, die ich sonst im normalen Spiel nicht habe. Euer Gebäude ist fertig. Finde ich gut. Euer Gebäude ist fertig. Aber als allererstes will ich mich natürlich auf der Insel umgucken. Euer Gebäude ist fertig. Ich werde die jetzt einfach mal auf die Bäume schicken, damit die das alleine machen. Über die Bewegungsgeschwindigkeit und Rüstung von Ortum und Trends oder Trance brauche ich, glaube ich, nicht. Oh, da haben wir sie, Wächter. Warte auf euch. Oh, Kampfrausch ist natürlich eine richtig geile Fähigkeit. Das gefällt mir. So, wir wollen natürlich unsere Bogenschützinnen verbessern. Wächter erforschen brauche ich jetzt nicht unbedingt leben. Ja, vielleicht erstmal ein paar Einheiten. Das ist vielleicht, glaube ich, jetzt das Wichtigste, da ich mir mal auf der Insel umschauen kann. Euer Gebäude ist fertig. Oh, diese Viecher, ja, ey. Oh. Eine wilde Kampfeinheit beherrscht Hieb und Kriegsdonner. Also, da kommen hier schon die ersten. Wir müssen uns sputen. Na gut, die paar. Die kleinen Viecher da. Das ist ja nüchtern. Ja, nicht wegrennen. Forschung abgeschlossen. Ja, du musst schon mal treffen mit deinen Steinchen hier, ne? Ich habe gesehen, dass du gerade voll daneben geschossen hast. Das war ja nix hier. Ich werde die Jagd beenden. Ich werde die Jagd beenden. Das Einzige, was ich nicht beenden werde, ist meine Nikotinsucht. Ugh. Aua. Es ist mehr Holz erforderlich. Ja, da fängt schon an. Es ist mehr Holz erforderlich. Es ist mehr Holz erforderlich. Ich bin ja schon dabei, Holz abzubauen. Ich glaube, ich werde mich trotzdem hier schon mal ein bisschen umgucken. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass ich eh dann mit den Schiffen irgendwie woanders hin muss. So, jetzt erstmal gespeichert. Da oben steht nämlich irgendein Gegner rum. Der wahrscheinlich gefährlich ist. Schuldigen werden Meeresriese. Na toll. Unser heiliger Hain wird entweiht. Naga, Vorsicht, Schwestern. Wir wissen nicht, was diese Kreaturen im Schilde führen. Schön, tolles Timing. Schaffen meine Urtümbeschützer das? Ich warte auf euch. Ich liebe so ein Timing, wirklich. Ich warte auf euch. Ja, kriegen Sinn. So, wie geht's, Möwe? Die eine stoppt gerade. Oh, die hat noch gerade noch so überlebt. Zeit ist gekommen. So, hat sich wenigstens gelohnt oder was? Ist einfach nur das. Ich kann nicht mehr warten. Fürs Leveln. Okay. Das Ende rückt näher. Hier müssen wir auch ein bisschen nachhelfen. So, ihr heilt euch auf jeden Fall wieder. Das war... Das Ende rückt. Also wirklich, ich habe immer ein Glück hier mit dem Timing. Das ist unfassbar. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann auch nicht mehr warten, glaub mir mal. Jetzt will ich mal so eine Kriegsbestie da kreieren. Forschung abgeschlossen. So, dann zeig mal, was ich hier... Was kann ich denn noch so machen? Eigentlich nichts. Der Rest, der ist ja schon gebaut. Das heißt, um so viel, das muss ich mich eigentlich gar nicht mehr kümmern. Höchstens noch ein Mondbrunnen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Weil die sind nämlich auch fast... Ja, sind auch fast aufgebraucht. Also jetzt meine Nahrung zumindest, meine Versorgung. Ach ja, Vorpalklinge könnte ich höchstens noch erforschen. Da ich mal Glebenschleuderin mit dabei habe. Oder Glebenschleuder. Nee, halt, du, das ist noch nicht zu Ende geheilt hier. Ich warte auf euch. So, ja, es läuft doch irgendwie. Also, läuft's gut? Weiß ich nicht. Aber es läuft irgendwie. Das ist die Hauptsache. So, meine Mine, die hat noch genug Saft hier. Noch genug Gold, was ich schöpfen kann. Noch. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. So. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Jetzt hängen die da drin fest. Ich glaub es nicht. Ey, komm. Komm. Detoniere. Es ist, ey, wirklich so ein Glück kann auch nur ich haben hier. Komm, du auch detonieren. Toll. Ja, dann detonier auch. Komm, weg. Oh, ist das nervig, ey. Forschung abgeschlossen. So, du bist stark, wir hoffentlich. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Wir vergeuden unsere Zeit. Wir vergeuden unsere Zeit. Ja, ne. Die Schuldigen werden leiden. Ist das ein Fernkämpfer? Oh, der hat Karlschaden. Eieieiei. Das ist ja mal richtig heftig hier. Kallendruiden und sowas kann ich ruhig auch mal. Ich werde die Jagd beenden. Ach, da. Ein Quest. Einsiedler. Wunderschön. Forschung abgeschlossen. Drag-Cool. Ne, Drag-Tool. Ein Ork oder was? Ein Ork.
An ihm haftet Dämonengestank. Seid unbesorgt, Fremde. Dieser alte Wanderer hegt keinen Groll gegen euresgleichen. Ich bin Draktul, einst mächtiger Hexenmeister des Sturmreiter-Clans. Und jetzt der letzte meines Stammes. Was macht ihr hier? Verzeiht, doch mich plagen rastlose Geister. Sie verfolgen mich Tag und Nacht seit bald 20 Jahren. Wenn ihr sie für mich zum Schweigen bringt, erzähle ich euch meine Geschichte. Wow, toller Deal. Ich denke darüber nach. Toller Deal. Ja, ich soll so einen dementen alten Opa, der wahrscheinlich Wahnvorstellungen hat, soll ich helfen, irgendwie seine Paranoia auszutreiben, damit er mir eine Geschichte erzählt. Die Zeit ist gekommen. Das Märchen vom alten Ork und der Ziege. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Weiter hier uralte Behüter bauen. Ziemlich heftig sind. Die Zeit ist gekommen. Und auch da kommen wir nicht rüber, oder? Kommen wir da rüber? Ja, da müssen wir mit Dings dran, ne? Mit Booten, oder? Ja. Ich kann nicht mehr warten. Okay, jetzt gucken wir aber noch hier lang. Hier haben wir auch noch einen Weg, den wir noch nicht erkundet haben. Einfach, dass wir das schon mal gemacht haben. Wir werden ja schon mal die Sachen verbessern. Ich werde die Jagd beenden. Boah, ja. Das Vieh ist ja heftig hier. X-Donner, ey. Das ist schön. Forschung abgeschlossen. Also was das eine, das war ja auch das, was der Taurenhäuptling konnte. Ne? Hieb gehört eine 15%ige Chance, mal Angriff 25 Bonusschaden zu verursachen, Gegner für 2 Sekunden zu betäuben und erschüttert den Boden, fügt gegnerischen Boden dann in der Nähe 25 Schaden zu. Super. Die Schuldigen werden leiden. Und dann mach mal. Bam. Das hat sich gar nicht gelohnt. Ja, das hat sich gar nicht gelohnt. Haben wir eine Stärke? Und Stärke um 1 ist doch wunderbar. Ist das ihre... Ne, es ist auch Beweglichkeit. Auf Beweglichkeit aus. Ich gut. Werde die Jagd beenden. Stab der Negation. Alle magischen Effekte werden von... Boah, das ist ganz nett. Ganz nett muss ich jetzt aber nicht irgendwo kaufen. Die ist natürlich krass, wenn die jetzt, sag ich mal, von dem Rausch, ne? Ich warte. Also hier von dem Kampfrausch gepasst werden, das ist natürlich super. Halt richtig, richtig stark. So, aber ich werde hier. Ja, ich werde. Ich werde ein Schiff nehmen müssen, anders geht's nicht. Ich bin auf dem Weg. Tötet sie, Schwestern! Ja, ich bin auf dem Weg, Moment. Nachtelfen, tötet sie alle im Namen der Kaiserin. Der Kaiserin? Na, jetzt halt mal durch hier. Forschung abgeschlossen. Ich werde so, jetzt würde repariert werden hier. Na, der ist immer. Der ist aber auch immer so ein bisschen, naja. Das Ende weiß nicht. Wird näher. Ich meine, er kann nichts dafür. Er versucht's ja, aber er könnte mal seine Steinchen ein bisschen schneller werfen. Macht er aber nicht. Schleudert seine Steinchen immer im Schneckentempo. Ich kann nicht mehr warten. Na, die eine, die muss ich da auch noch heilen. Ich werde die Jagd beenden. Na? Wo ist sie? Die eine Bogenschütze. Ja, Pech. Das Ende rückt. Jetzt habe ich ja alles aufgebraucht. Das ist so jetzt Transportschiffe. Wie viel passen denn da drauf überhaupt? Forschung abgeschlossen. Ich kann nicht mehr warten. So, na kommt, Leute, dann macht mal hier. Ach, euer Einige. Auf euer Zeichen. Ich wusste, dass da so viele reinpassen. Ist ja jetzt kein Stress gemacht, ne? So, jetzt machen wir noch 2 Jägerinnen. Wir können ja immer so ein bisschen nach, schon ja, verstanden. Ein bisschen, oh, ich kann heute nicht sprechen, es tut mir leid, es ist wirklich schon spät, schon aber... Verstanden. Ne, wir können dann noch so ein paar Einheiten nachschicken, meine ich, ne? Also das würde sich ja anbieten. Dass wir da immer so ein schönes erwacht. Transportschiff dahin schicken, so. Schläfer ist erwacht, ihr beiden kommt auch mit. Legt ihr erstmal gar nicht zu. Sofort. Du hebst ja noch deine, ja, hebst noch deine Kraft auf für den Kampf. So, na, wollen wir mal. Okay, es ist natürlich ein bisschen nervig, dass ich die jetzt immer wieder ausladen muss, aber anders geht's nicht. Unser heiliger Hain wird entweichen. Ja, gut, das überleben die nicht.
Göttin, mehr Mond erleuchte ohne. Meinen Weg. Ja, und ihr auch. Entladen. Wir müssen uns sputen. Mei, das sind jetzt ja Nummer 2. Die Zeit ist gekommen. Unsere Zeit ist knapp. So, jetzt hier. Komm, angreifen. Ich werde die. Ich hab noch Reichen jetzt gemacht, ey. Das ist nervig. Das ist ja nervig. So, halt, halt, halt. Ihr seid jetzt Gruppe 1. So. Illidan ist irgendwo da draußen. Ja, ja, Illidan, ich bin schon auf dem Weg, Illidan einen reinzuhauen. Ja, das dauert ein Weilchen. Ein bisschen Geduld. Ich warte auf euch. Ich bin aber auch zu faul, mal selbst zu laufen. Da muss das Schiff extra hinfahren, ich ja. Ich bin wach. Ich bin wach. So, ah, gut, ich kann noch Landeinheiten angreifen, das ist schön. Ihr sollt entladen, bitte. Wir vergeuden hier unsere Zeit. So, ihr seid Nummer 3. Ihr seid Nummer 4. Ich warte auf euch. So geht's hoffentlich. Ich warte auf euch. Unsere Zeit ist knapp. Okay, ich hätte jetzt nicht extra holen müssen. Ach, schön, guck mal, die machen eine schöne Menschenkopfsuppe. Das ist doch richtig lecker hier. Wir müssen uns sputen. Gut, da habe ich viel gekonnt. Die Jagd wartet. Das hätte ich mir auch ich sparen können. Euch. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich mal mit Zippe einfach da hätte nach rechts laufen können. Ja. Ach, da liegt sogar noch was. Volle der Heilung. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Ja, das ist richtig. Ich vergeude gerade wirklich meine Zeit. Geschehen. Der eine will mich gar nicht angreifen. Der hat so große die Angst Zeit vor mir. Ist gekommen. Ja, nimm deine Rolle der Heilung da. Für die Gerechtigkeit. Das passt schon. Ich warte für die Gerechtigkeit. Keine Chance hin. Gerechtigkeit wird geschehen. So, Nummer 1. Ich warte auf euch. Zeit zu schippen. Ich warte egal. Auf euch. Ja, komm rein da, Leute. Ich warte auf euch. So, ich warte auf euch, ja, dann. Schon verstanden. Rein da, so. Ich warte auf euch. Ja, das Einladen ist ja immer ein bisschen behäbig. So, jetzt ist meine Katze erwacht. Guten Tag. Gut, dann wollen wir mal jetzt, wo können wir den noch ausladen? Wir müssen erstmal ja den ganzen Weg jetzt hier rumfahren. Ah, ich werde gucken, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Ich glaube, ich muss jetzt hier. So, hier, das sieht doch gut aus. Neue Insel, neues Glück, oder? Hoffe ich. Guck mal, aber ich meine, schön sieht es schon aus. Das ist schon sehr, sehr vegetativ alles hier, ne? Na dann, entladet mal. Ja, greift doch an. Worauf wartet ihr? Okay, ich hier mal alles wieder hier. Junge Hydra, achso, da kommen jetzt immer mehr raus, oder was? Ja, warte mal, du schlägst mal jetzt dazu. Kannst du mal heilen? So. Die Jagd wartet. Warte, Möwe, warte, du, da liegt was für dich. Talisman der Vitalität ist doch was Gutes, oder? Erhöht sputen. Die Trefferpunkte des Helden um 150. Das die ist Jagd gut. Wartet. So. Ja, ich komme voran. Wäre noch sehr langsam, aber. Ja, ich meine, wir haben schon mal ein bisschen was erkundet. So, nee, halt, du auch noch mit. Du auch noch mit. Können wir hier? Nee, da ist die Karte vorbei. So, hier entladen wir das wieder. Interessant, dass sie mich nicht angreifen oder so, ne? Ja, alle entladen bitte. Das wollte ich schon sagen. Wäre nett, ne? Wenn jetzt nur so ein kleiner Teil kämpfen würde. Das kann ich auch nicht, dass es einfach lohnt, die hier zu entladen. Das ist irgendwie so viel Gold. Ich muss mal Einheiten produzieren. Dafür müsste ich aber erstmal noch ein paar Mondbrunnen bauen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil bis jetzt hat es ja gereicht. Aber ich bezweifle irgendwie, dass es auf Dauer reicht. So. Und noch eins, da müssten wir das volle Einheitenlimit haben. Ihr seid am Zug. Ja, ich bin am Zug, okay? Nicht ich. Ich kann das nicht allein. Ich brauche eure Hilfe. Unser heiliger Hain wird entweiht. Landbewohner, vernichtet sie rasch. Ja, scheiße.
Ah, okay, der eine geht jetzt kaputt, scheiße. Ja, greif mal an, wie war's mal damit? Nein, nein, lass mich nicht töten. Ach, ist das ein Scheiß hier? Ist fertig. Ist das ein Scheiß? So, jetzt. Euer Gebäude ist fertig. Hält das genau. So, müssen wir es halt so machen. Euer Gebäude ist fertig. So. Ja, genau, so. Göttin, da könnt ihr nichts machen. Ja, es ist nervig. Ich glaube, da reichen echt zwei nicht, ne? Da muss ich vielleicht noch einen dritten hinbauen oder so. Ich meine, ich kann die jetzt ja ein bisschen verbrauchen, die Orbische. Ich habe jetzt so viele davon. Na komm. Bauen wir noch einen hin. Dann haben wir erstmal eine solide Verteidigung. Ihr geht wieder an die Arbeit. Du auch. Und du auch. So. Und ich würde sagen, das ist erstmal ein guter Punkt, die Folge zu beenden. Hier haben wir jetzt erstmal so Grundstrukturen aufgebaut. Und in der nächsten werden wir die letzte Hälfte der Karte erkunden, ne? Bis dahin.